they'll drop the bomb. Ich befinde mich hier im alten Treppenhaus einer Altbauwohnung, die in Gießen im Riegelpfad steht. Und die gesamte Wohnanlage, die gesamte Straße steht hier unter Denkmalschutz. Und in diesem alten Haus befindet sich die Studentenbude, die Studentenwohnung meiner Tochter Samira. Ich besuche sie heute und sie fährt später mit mir in den Hohen Westerwald zu meinem Alterswohnsitz. Und das ist Anlass, mal wieder darüber nachzudenken, wieso ich so geworden bin, wie ich bin, wieso meine Tochter gerade dabei ist, so zu werden, wie sie ist. Und das manifestiert sich schon mal zuerst hier ganz sichtbar, ästhetisch, visuell im Wohnstil. Geboren in der noch Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts, stamme ich aus einer Arbeiterfamilie mit 4 Kindern und meine Eltern waren gewissenhafte, fleißige Leute, die es geschafft hatten, schon bald nach dem Krieg ein kleines Eigenheim zu schaffen. Dieses Eigenheim war geprägt durch Anpassung, durch Funktionalität, durch Seriosität, durch Spießertum. Und tja, dieses Eigenheim-Feeling habe ich als Kind, als Jugendlicher später nicht mehr so gemocht. Auch die Ansichten, die Weltansichten meiner Eltern nicht. Und das führte dazu, dass ich mit 18 Jahren das Elternhaus verließ und von da an mit Beginn auch der Studentenbewegung, der Jugendrevolte gegen Spießertum und Altertum und Nachkriegsdenken, tja, mein Denken sich vollkommen verändert. Just a waste of time. Die Wege von Eltern und mir trennten sich 1970. In diesem Jahr 1970 gab es einige wesentliche Entscheidungen in meinem Leben. Ich machte Abitur, wurde nicht Wehrdienstverweigerer, wie es meiner Gesinnung entsprochen hätte, sondern Zeitsoldat. Zeitsoldat 2 Jahre in Wetzlar, deshalb, weil ich keine Kohle hatte, kein Geld hatte zum Studieren und auch noch nicht den Mut, das zu riskieren. Aber genau ab 1970 mietete ich gemeinsam mit einer studentischen Lebensgefährtin in dem kleinen Lahndörfchen Atzbach, nur 10 Kilometer vor den Toren von Gießen, wo ich dann später studierte, hier wie heute 2017, meine Tochter Samira im Riegelpfad. Dort befand sich übrigens damals schon meine Stammkneipe, das Karabee. Heute würde ich da nicht mehr hingehen, aber damals war ich da fast jeden Abend. Ja, und ja, nach meiner Bundeswehrzeit 1972 begann ich hier in Gießen mit meinem Lehramtsstudium, freute mich gewaltig an dem neuen Umgang an anderen Menschen, an alternativen Menschen, an Subkultur, wie sie sich damals manifestierte in WGs, in Wohngemeinschaften, in politischen Ansichten und auch beim Studieren. Das Studium sah damals viel bunter, interessanter, spannender und nicht so durchgestylt und durchgezüchtet und lernintensiv aus wie heute. Und an diese Zeit erinnere ich mich gerne zurück und diese Zeit hat mich geprägt. Nicht nur in meinem Denken, in meinem Alltagsleben, sondern natürlich auch in meinem Wohnen. Denn damals lebten wir schon auf kleinstem Raum, meistens ausgestattet mit Sperrmüll, mit Dingen, die wir gefunden hatten. Ja, und so ist das bis heute fast geblieben, nämlich auf kleinstem Raum zu leben, zu wohnen, sich wohlzufühlen und auf großes Repräsentatives zur Schaustellen irgendwelcher Kaufhausgüter zu verzichten. So wie es mir vor einem halben Jahrhundert, vor 50 Jahren, 1968 schon höllisch gefallen hat, anders zu werden, anders zu denken, das spießige Gedankengut meines Elternhauses, diese ganze Welt des Miefigen hinter mir zu lassen, so freut es mich heute, 50 Jahre später, immer noch höllisch das Gleiche zu tun, nämlich auf altersgemäße, auf pensionsgemäße, auf rentnergemäße Verhaltensweisen, Denkweisen und Wohnweisen einfach zu verzichten, so zu leben, wie es mir gefällt, bunt, lustig, fröhlich, ja, vom Heute ins Jetzt
und nicht mit irgendwelchen Dingen mich umgeben, die mich eigentlich nur nerven und die mich, ach ja, mehr als ein halbes Jahrhundert genervt haben. Und so befindet sich mein Alterswohnsitz, wo mich meine Tochter Samira heute mit Freuden hinbegleitet, nicht in einem, ja, in einer seriösen Wohnanlage am stillen Stadtrand irgendeiner hübschen Stadt, sondern im hohen Westerwald in einem rustikalen Wohnwagencamp. Das Siegerland und der hier angrenzende Westerwald sind meine ehemalige Heimat, meine Jugendheimat. Und auch in den vergangenen Jahrzehnten bin ich sehr gerne hier in den hohen Westerwald geflüchtet, wenn ich vom Alltag die Faxen dick hatte, wenn ich von dem die Faxen dick hatte, was mich so in meinem Arbeits- und Berufsleben ja ständig umgeben hat. Und der hohe Westerwald war für mich immer so eine Art Land der Stille. Als solches habe ich es auch oft in der Vergangenheit in meinen Videoclips bezeichnet. Land der Stille. Der Westerwald ist nicht so wahnsinnig touristisch überlaufen und strukturiert wie umliegende Mittelgebirge wie Taunus, Rhön, Spessart oder Vogelsberg. Der Westerwald ist eher etwas hinterwäldlerisch und auch bis heute so geblieben. Und da passe ich als Hinterwäldler genau hin. Und deshalb befindet sich hier mein hinterwäldlerisches Wohnwagencamp in rustikaler, aber funktionaler Ausstattung auf engstem Raum, nur 25 Quadratmeter Wohn- und Aufenthaltsfläche mit Überdachung. Dort werde ich den Rest meiner Tage verbringen. Und ich freue mich immer wieder, wenn meine Tochter, meine jüngste Tochter Samira, mich hier besucht und auch heute an diesem Wochenende diese Ruhe, die Stille im hohen Westerwald nutzt, um sich auf eine schwere Klausur vorzubereiten im Rahmen ihres Studiums, die sie morgen schreiben muss. Und ich sitze derweil hier rum, sinniere, fotografiere, filme, erfreue mich an der Stille, an unseren Hunden und an meinem, ja, bescheidenen, aber netten Gedankengut, was mich einfach im Moment zufrieden macht.